mit 2,7 Litern und 150 PS. Das Fahrzeug wurde 1983 als Neuwagen gekauft und befindet sich seitdem ununterbrochen in ihrem Besitz. Sogar die Lackierung ist noch original. Lediglich das Fahrwerk wurde modifiziert und zwecks besserer Kühlung ein Kupferkühler eingebaut. Ah, wobei, Frau Meier, warten Sie doch ganz kurz, weil die Fronleichnamsprozession gerade kommt. Und dann warten wir, bis die rein sind und dann schicken wir sie allesamt in einer Tour raus. Dankeschön. Hier sind wir vor. Wie gesagt, für die, die jetzt neu dazugekommen sind, hier ist eine Linie eingezeichnet und die Fahrzeuge müssen versuchen, möglichst genau mit dem vordersten Punkt ihres Fahrzeugs auf der Linie zu halten. Für jeden Zentimeter, den Sie drüber rausrollen oder nett dran sind, gibt es einen Strafpunkt. Jetzt am Start ist Tobias Fuski zusammen mit Tobias Limbach als Beifahrer mit einem MG Midget, Baujahr 1967, mit 1275 Gewicht und 65 PS. Gute Fahrt. Als nächstes kommt Ralf Stumpernagel mit Aline Schnauz. Zusammen auf einem Ford Anglia Estate Car Deluxe, Baujahr 1965, mit 998 Kubik und 38 PS. Ford Anglia Estate Car Deluxe war der Vorgänger des legendären Hundeknochen-Escort von 1965 bis 2011 in erster Hand, unrestauriert, nur neu lackiert. Sehr seltene linksgelenkte Variante. So, als nächstes haben wir Heiner Sperling und Sigilde Sperling mit einem Mercedes 230 CE Coupé, Baujahr 1981 mit 2300 Kubik Kupplung und 136 PS. So, als nächstes haben wir Martin André und Alexandra Schindler-André mit einem Lotus Exel, Baujahr 1987 mit 2178 Kubik und 179 PS. Elf Zentimeter,
Nicht schlecht, der wird schon fahren. Hans Martin und Karin Martin auf einem Triumph R6, Baujahr 1976, mit 2500 Kubik und 100 PS. Der wird schon fahren. So, als nächstes kommt Klaus Muth und Rosemarie Muth mit einem Peugeot 204 Cabrio, Baujahr 1967, mit 1280 Kubik und 65 PS. So, als nächstes haben wir Axel Semmlinger und Alexandra Semmlinger auf einem Simca 1200S, Baujahr 1970, mit 1198 Kubik und 85 PS. Baujahr 76 mit 1800 Kubik und 95 PS. Als nächstes haben wir Ruth Piller und Karl-Heinz Piller. Auf meinem MG Mitchell. So muss es sein, voller Körpereinsatz. Wir wünschen gute Fahrt. So, als nächstes haben wir Bernhard Allmann mit Bettina Foster auf einem BMW 633 CSI, Baujahr 1979, mit 3188 Kubik und Zwinger Spider Europa, Baujahr 85, mit 1981 Kubik und 105 PS. Und die Beifahrerin Karin Wünsch ist nicht zu vergessen. Gute Fahrt. So, als nächstes haben wir Thomas Weinberg und Elke Weinberg auf einem Ferrari 308 GT4, Baujahr 1974. 3 Liter Hubraum und ca. 300 PS. Wir wünschen gute Fahrt. So, als nächstes haben wir Klaus Schimmel und Eva. Stellen. Mit guten Fahrt. Mit einem DKW F12 Roadster Baujahr 64.
Kraftfähig und gitterfähig mit einem Mercedes 85 SL, Baujahr 1981 mit 2800 Kubik und 185 PS. Genau wie der Stoßstand von, also, oder wie der, in dem Fall wie der Scheinwerfer. So, das ist Roman Menzel und Jutta Menzel mit einem VW Käfer 1303, Baujahr 72, mit 1580 Kubik und 60 PS. Wir wünschen gute Fahrt. So macht ihr immer noch Spaß. So, als nächstes haben wir Uwe Deichmann und Gabi Deichmann zusammen mit Karin Stumm auf einem Mercedes-Benz 250-8, Baujahr 1972 mit 2500 Kubik und 130 PS. Soll ich messen werden? Okay, messen wir. So schlecht sieht es nicht aus. Wer will schon fahren? So, als nächstes haben wir Reinhold Schmidt und Monika Schmidt. Mit einem Jaguar MK2, Baujahr 62, mit 3800 Kubik und 220 PS. Wir wünschen eine gute Fahrt. So, als nächstes haben wir Hans-Jürgen Stricker und Annette Stricker mit einem Alfa Romeo Alfetta 2 Liter, Baujahr 1982 mit 96 PS. Sieben Startpunkte, super Ergebnis, wirklich viel Spaß. So, als nächstes haben wir Dr. Rolf Gerkhardt und Annette Gerkhardt zusammen auf einem Volkswagen Käfer Cabrio, Baujahr 1969, mit 1500 Kubik und 44 PS. Alter? 6 cm, super Ergebnis, gute Fahrt. Und den Bär auf dem Rücksitz nicht zu vergessen. Zweiter Beifahrer. So.
So, als nächstes haben wir Gerd Strasser und Elke Strasser mit einem Opel Kapitän, Baujahr 1955, mit 2,5 Litern Hubraum und 71 PS. Der Opel Kapitän stand 20 Jahre in einer Garage und jetzt ist er im zweiten Besitz und hat ihn wieder neu aufgebaut. Kreative Freiheit. So, als nächstes haben wir Iris Laumann und Mike Laumann auf einem Jaguar XJ Serie 1, Baujahr 1970, mit 4,2 Litern Hubraum und 185 PS. Wünsche gute Fahrt. So, als nächstes haben wir Michael Schneider und Kerstin Schneider auf einem Mercedes-Benz 108er Baureihe. 280 SE, Baujahr 1968 mit 2748 Kubik und 160 PS. Zentimeter. Sehr gut. Ja, wer will ich guten Fahrt? Hallo? Wer will ich so mitfahren? Wer will ich gute Fahrt? So, als nächstes haben wir die Startnummer 43, Heinrich Lemke und Gabriel Lemke mit einem Porsche 911, Baujahr 1976. Mit 2653 Kubik und 165 PS. Wir wünschen gute Fahrt. So, jetzt kommt die Startnummer 42. Bernd Schneider und Claudia Schneider. Zusammen mit Angelina Wenzel auf einem Pontiac Firebird, Baujahr 1989. 3134 Kubik, Hubraum und 140 PS. Wir wünschen guten Fahrt. So, als nächstes haben wir Jürgen Kort und Ute Bücklein, aber ein VW Käfer, Baujahr 1973, mit 1300 Kubik und 44 PS. Die Stadt mit der touristischen Klasse und müssen die Geltungsprüfung nicht. Wir wünschen eine gute Fahrt.
So, hier haben wir die Stadt Nummer 68, Thomas Prochazki und Andrea Kahner mit einem Porsche 911, Baujahr 1984 mit 3,2 Litern und 207 PS. Wir wünschen eine gute Fahrt. So, als nächstes haben wir die Stadt Nummer 26, Uwe Humbert und Dieter Schott, zusammen unterwegs auf einem Mercedes 250 SL Pagode, Baujahr 1967. 11 cm, nicht schlecht. Wir wünschen eine gute Fahrt. So, als nächstes kommt die Stadt Nummer 27. William Glendy und Louis Glendy zusammen mit Marina Glendy auf einem VW 1302. 1971 gebaut. Also 1300 Kubikmeter und 4x2S. 0 Fehler. Punktlandung. So kann es weitergehen. Da wird es für gute Fahrt. So, als nächstes haben wir die Stadt Nummer 28, David Schleweis und Lisa Bitzer mit einem Mercedes-Benz 280 SE, der Baureihe D108, Baujahr 1968 mit 3500 Kubik und 160 PS. Wünsche eine gute Fahrt. Was so viel, dass ich noch nicht was gesagt habe. So, als nächstes kommt die Stadt Nummer 65. Rüdiger Glasen und Michaela Kreider mit einem Porsche 356R, Baujahr 1967. Mit 2 Meter Hubraum und 101 PS. Und wir haben den zweiten mit 0 Fehler, Punktlandung. Genau auf der Linie. Viel Spaß. Kein schlechtes Ergebnis. Wir wünschen viel Spaß. So, als nächstes haben wir einen Touristenteilnehmer und zwar Heinz Nackleder, Mut Nackleder mit einer Mercedes statt BMW. Ein B111 Cabrio. Wunderschön. Baujahr 1966 mit 160 PS. Und einer Höchstgeschwindigkeit von 175 km/h. Ich glaube, da wird mal schön für den Donnerstag gemacht. Wir wünschen einen guten Tag. So, als nächstes haben wir Christian Kraus und Sarah Kraus mit einem Opel Manta A SI, Baujahr 1970. Mit 2390 Kubik und 170 PS. Jetzt schaut auch gut aus. Ein Zentimeter, ein Strafpunkt, super Ergebnis. Viel Spaß. So, als nächstes haben wir die
Anstatt Nummer 23. Das ist Roger Fleck mit Hannes Fleck und Anja Fleck. In einem VW-Käfer, Baujahr 1972. Mit 2 Meter Hubraum und 120 PS. Wir wünschen eine gute Fahrt. Als nächstes haben wir die Stadt Nummer 33. Norbert Christmann mit Regina Christmann auf einem Mercedes 170 DS, Baujahr 1952, mit 1767 Kubik und 40 PS. 1987 wurde das Fahrzeug als Scheunenfund in reparaturbedürftigem Zustand erworben. Ganze Jahre bis zur Restauration Teile gesammelt und 2008 mit Restauration begonnen und nach 3 Jahren intensiver Arbeit 2011 vom TÜV abgenommen. Da macht es fahren doppelt so viel Spaß. Wir wünschen einen guten Fahrt. So, als nächstes haben wir die Stadt Nummer 34, Christian Sorrentino und Christine Sorrentino, zusammen mit ihrer Tochter Selina Sorrentino. Auf einem Mercedes 416, 350 SE, beziehungsweise, nee, der Motorstift nicht. Wurde umgewendet. Jetzt haben wir die 108er Baureihe. Und was für ein Motor? Das sind 280er. Ja, mit 160 PS. Damit kommt man schnell mit dem Donnersberg. Ich wünsche euch viel Spaß. So, als nächstes haben wir die Stadt Nummer 46. Jens Nickel und Lars Nickel zusammen auf einem MGA Coupé. Baujahr 59. Mit 1800 Kubik und 95 PS. Der MGA wurde in Erstauslieferung in den USA 1959 ausgeliefert und eine Restauration in Holland hat er 2001 bekommen und die deutsche Zulassung 2012. 1,8 Liter Motor mit 5 Tankgetriebes verbaut. So, als nächstes haben wir die Stadt Nummer 36. Jürgen Meyer und Armin Petri. Zusammen auf einem Opel GT 1900. Baujahr 1973 mit 90 PS. Das Fahrzeug wurde vom Opel-Händler als Showcar im Stil der Reklame. Nur schön restauriert. Das Auto ist aus Baujahr 73 und schon mit genauso alt wie der Fahrer. Das ist doch schön. Tschüss, gute Fahrt. So, als nächstes haben wir Heinz Mohr und Martin Mohr auf einem VW T3 Transporter, Baujahr 1982, mit 2 Liter Hubraum und 70 PS.
13 cm, auch ein gutes Ergebnis. Gute Fahrt. So, als nächstes haben wir Philipp Pannebecker und Heinrich Pannebecker zusammen auf einem VW Golf 1 GTI. Baujahr 1982 mit 1,6 Liter Hubraum und 110 PS. Zentimeter. Sauber. Wünsche gute Fahrt. Als nächstes haben wir die Startnummer 67. Ulrike von Albusch und Benno Schmidt. Auf einem VW Carmagia 14 Coupé. Baujahr 1966 mit 1276 Kubik und 40 PS. Nicht auf andere Herren. Können, lieber nicht auf andere Herren, die können als ab und zu was Falsches sagen. Dann ist es. Wir wünschen gut fahren. Nächstes die Startnummer 61. Jochen Bauer und Simone Weber zusammen auf einer Citroën DS 23. 1973 gebaut mit 2,4 Litern Hubraum und 110 PS. Wir wünschen gute Fahrt. So, als nächstes haben wir wieder einen Touristen. Und zwar den Herbert Klang. Zusammen mit der Isabel Krieger auf einem Bordwart Isabella TS, Baujahr 1959 mit 1500 Kubik und 75 PS. Wir wünschen gute Fahrt. Als nächstes haben wir die Startnummer 49. Uwe Segler mit seiner Tochter Lisa Löhring. In einem Leum Spitfire 1500. Baujahr 1978 mit 69 PS. Wir wünschen gute Fahrt. So, als nächstes haben wir Georg Fischer und Andreas Merkel zusammen auf der Radio gemeldet. Das schaut auch prima aus. 9 Strafpunkte. Glückwunsch. Gute Fahrt. Auf einem Ford Capri, Baujahr 1979, mit 1981 Kubik und 90 PS. Austin Healey MK2, Baujahr 1983, mit 2 Liter Hubraum und 142 PS. Schönes Fahrzeug, wir wünschen viel Spaß. So, also jetzt haben wir die Startnummer 79, auch eine touristische Teilnahme, wo keine Wertungsprüfung stattfindet.
Uwe Weinstein und Rudi Wessel auf einem Mercedes 230S, Baujahr 1965, mit 2,3 Litern Hubraum und 120 PS. Wir wünschen Ihnen gute Fahrt. So, jetzt haben wir die Startnummer 62. Hier ist wieder mit Wertung, oder? Ja, mit Wertung, genau. Christiane Ditzel und Ralf Helmstetter mit einem Mercedes-Benz W123, Baujahr 19. Donald Ziebecker zusammen mit Benedikt Ziebecker auf einem Opel GT, Baujahr 1970, mit 2 Litern Hubraum und 110 PS. Als nächstes haben wir die Startnummer 70, Volker Holtscherer, zusammen mit Michael Samuel auf einem Ford Super Deluxe Coupé, Baujahr 1941, 3560 Kubik und 90 PS. Als nächstes haben wir die Startnummer 71, Jürgen Stegner und Andrea Schuttel mit einem Mercedes 450 SL, Baujahr 1979, mit 4489 Kubik und 180 PS. Zentimeter, gutes Ergebnis, gute Fahrt. Als nächstes haben wir Thomas Schönfelder und Petra Schönfelder zusammen mit Celine Schönfelder auf einem BMW 3.0 CS, Baujahr 1972, mit 3 Litern Hubraum und 170 PS. Wir wünschen eine gute Fahrt. So, als nächstes haben wir wieder einen touristischen Teilnehmer. Wolfgang Löcher zusammen mit Tobias Löcher und Hans Fischer auf einem Mercedes-Benz 423-200er Diesel. Mit Baujahr 77, mit 2 Liter Hubraum und 55 PS. Wir wünschen eine gute Fahrt. Thank you.
wünsche gute Fahrt. Als nächstes haben wir die Startnummer 58. Bruno Tunnel zusammen mit Alexandra Tunnel auf einem Porsche 356T. Baujahr 1964 mit 1600 Kubik und 75 PS. Der Wagen ist seit Mai 1988 in Besitz, restauriert von 1988 bis 2009, sprich 21 Jahre. Vorher, nachher, Bilder sehen wir im Anhang, gut, kann ich Ihnen das leider nicht zeigen. Und er wird seit 2009 bei Ultimer Veranstaltung eingesetzt. Wir wünschen eine gute Fahrt. Als nächstes haben wir die Startnummer 74, Andreas Schmalli, zusammen mit Manuela Schnetzer und Bund Timmy. Auf einem BMW 1802, Baujahr 1972, mit 90 PS. Wir wünschen gute Fahrt. Jetzt kommt die Startnummer 53. Manuel Keller und Laura Keim zusammen mit Jana Keim und Timo Schrepp auf einem Mercedes-Benz W116, Baujahr 1973, mit 2717 Kubik und 185 PS. Wir wünschen eine gute Fahrt. So, als nächstes kommt die Startnummer 64. Werner Meier und Marianne Meier zusammen auf einem MGA, Baujahr 1958. 1,5 Liter Hubraum und 72 PS. Wir wünschen eine gute Fahrt. So, als nächstes haben wir aus der Touristenwerbung die Startnummer 85. Udo Kapper und Felix Kapper zusammen auf einem Lancia Vulga Baujahr 71 mit 1,3 Litern Hubraum und 89 PS. Den Monte Carlo Sieger von 1972 nachempfunden. Wir wünschen eine gute Fahrt. So, jetzt haben wir die Startnummer 78. Walter Krebs und Gisela Krebs mit einem Lebensgefeier MK1, Baujahr 1963, mit 1147 Kubik und 60 PS. Touristische Wertung, genau, keine Wertungspunkte mehr. Wir wünschen gute Fahrt. So, als nächstes haben wir die Startnummer 84, auch in der touristischen Wertung. Holger Reif und Daniela Reif auf meinem Trips mit Baujahr 1500. Genau. Baujahr 78 mit 1493 Kubik und 53 PS. Wir wünschen eine gute Fahrt. So, hier haben wir wieder eine Wertung. Und zwar die Startnummer 69, Beate Ewing mit Helmut Bisch auf einem British Leyland TR6, Baujahr 1973 mit 2498 Kubik und 100 PS. Unfall! So, last but not least haben wir die Startnummer 63. Sven Wiedner und Katja Petri auf einem Ferrari 308 GT4, Baujahr
auch Jahr 1975. Mit 3 Litern Hubraum und 250 PS. 5 cm, super Ergebnis. Wir wünschen gute Fahrt. So, damit schließen wir die Stadtwertungsprüfung und für Essen und Trinken ist auf dem Marktplatz gesorgt.